schwarze Feuerbombe. Ist okay zu haben. Hier sind Leichen, die bestimmt gleich wieder aufstehen. Ne, okay. Stimmt eigentlich, wenn ich mit der Fackel hier so achtlos umgehe, das ganze Ding ist aus Holz. Das wird alles abfackeln. Ah, und hier ist das Erschießungskommando. Man könnte wohl von hier auch springen, aber dann springt man den genau ins Gesicht. Und dann spucken die und treffen ein und dann strauchelt man und fällt runter. Das mache ich nicht. Wenn wir in die Richtung wollen, zu der Nebelwand, dann machen wir das von oben. Ist hier eine Leiter zurück nach oben? Bestimmt nicht. Ne. Das wäre ja auch zu nett und entgegenkommend und was weiß ich. Hier kommen wir auch nicht durch. Nicht gut. Okay. Dann halt anders. Könntest du bitte mal woanders hinschießen? Bisschen weiter runter. Okay. Du weg. Ich sehe wieder nichts. Ah, okay. Aber ich kann mit Zaubern die Dinger zerstören. Was jetzt absolute Verschwendung ist. Aber wir haben noch 17 von den guten Pfeilen. Und jedes Mal, wenn unser Blitz da einschlägt, können wir ganz kurz sehen, wo wir als nächstes hinzielen müssen. Das ist eine schöne Challenge. Fast schon ein Minigame. So, so, so. Da. Oh, sehr schön. Okay, Fackel wieder anzünden. Ich würde gern sehen, wenn ich darüber springe. Habe ich den Platz zum Laufen? Ja. Projektile benötigt und dann springen. Genau, das habe ich gerade gemacht. Aber danke, dass du den anderen das auch gesagt hast. So. Und ich will nicht gerade rüberspringen, da ist nämlich nichts zum drauflanden, sondern erst da hinten. Sondern ich versuche auf den kleinen Vorsprung da zu springen. Was eigentlich gehen sollte, außer ich rolle aus Versehen. Uah, okay. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hier steht bestimmt irgendwo Hurra. Das unterschreibe ich. Impossible? Was? Was ist impossible? Darüber zu springen. Ja, das wäre wohl unmöglich. Try attacking. Jungs. Oh, da hinten ist ein Leuchtfeuer. Ja, aber erstmal will ich hier was schreiben. Hier. Ich habe doch das Ding schon, oder? Zum Schreiben? Guck mal. Nimm, 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 da. Obwohl, das hatten sie rausgepatcht irgendwie, ne? Das finde ich sehr komisch. Also man kann jetzt jederzeit Nachrichten schreiben. Was? Messages? Ah, okay. Hurra vor... Dum, 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 dum. Geografie, Orientierung, Techniques? Ich suche Jumping. Das ist Jumping Off. Und hier könnt ihr das mal sehen, wie schwierig das ist, teilweise ordentliche Sätze zu schreiben. Attribut? Nein. Konzept? Ist Springen ein Konzept? Streng genommen, glaube ich schon. Und benutzt die Beinmuskulatur, um sich der Erdanziehungskraft entgegenwirkend vom Boden abzuheben. Das ist ein Konzept. Ich weiß nicht, ob die damit das gleiche meinen. Hurra vor Bodyparts. Action. Action. Ah, Jumping. Da. Hurra vor Jumping. Enter. So. Jetzt werde ich durchgehend geheilt werden, weil alle die Nachricht so toll finden. Oh, ja. Eck. Bonfire benutzen. Und gleich nochmal benutzen, weil wir hoffentlich nicht mehr dahin zurückgehen werden. Und ich hätte gerne meinen Zauber zurück. Mhm. Burn. Ne, nix Burn hier. Aber ich glaube, ich spring mal von hier kurz nochmal... Stopp, 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 stopp. Erstmal gucken, ob wir wirklich einen zweiten Wegpunkt hier haben. Hier haben wir. Kurz nochmal Jula zurück. Um mit Guinevere 2 zu sprechen. Nur um sicherzustellen, dass wir die Flaschenscherbe wirklich schon benutzt haben. Weil ich mir halt nicht sicher bin. So, komm her. Is that a shard, you think? Yep. Here, to see light, however faint. Upgrade, yep. Sehr gut. Hast du was Neues zu sagen?
where a man peered straight into the essence of the soul. But whatever came of it? Hinter dem Wald und hinter dem Hügel. Den Wald sind wir durch. Da kamen wir dann nicht weiter. Das da hinten vielleicht. Egal. 6500 Seelen werden nicht reichen für einen Stufenaufstieg, oder? Player-Status. 7000. Okay, benutzen wir... Benutze Miniseele. Jo. Miniseele bringt schon 800. Hm, das ist schick. Okay, so. Einmal aufsteigen, bitte. Hallo. So. Level up. Also Intelligenz bringt fast gar nichts mehr. Obwohl 50 könnte nochmal einen Schwung geben. Danach glaube ich aber nicht mehr. Das heißt, wir sollten jetzt eventuell Vitalität erhöhen, damit wir mehr Belastung haben. Also wir haben dann mehr maximale Belastung, die wir nicht ausnutzen und dadurch können wir schneller rollen. Oder Endurance, damit wir gleich mehr Stamina haben. Was uns auch Haltung gibt, wodurch wir nicht mehr so schnell aus dem Gleichgewicht geworfen werden. Oder Vega für Lebenspunkte. Oh! Einmal Humans steigern bringt einen ganzen Slot. Das mache ich mal. So. Damit wir nicht in die Verlegenheit kommen, keinen Zauber zu haben. Also, Attune Spells. Gib mir bitte... Taucht plötzlich ein Schwert in meinem Sichtfeld auf. Gib mir bitte die da. So. Und Talana hört einen alten Mann sich räuspern und geht dem Geräusch mal nach. Das war die RP-Erklärung. Hier sollte nämlich der alte Mann, den wir getroffen haben, jetzt irgendwo rumsitzen. Sollte der alte Mann irgendwo hier rumsitzen. Tut er aber nicht. Hat sich die Talana etwa verhört mit dem Räuspern? Hurra vor Boulder. Bitteschön. Da ist Gewinnewert 2. Oben ist der Deprimensch. Hier ist nicht mehr wirklich viel Platz für einen alten Mann zum Räuspern. Ne. Aber muss ich Talana verhört haben. Gucken wir uns später nochmal um. Wo warten wir auf der Seite? Ah, da ist der alte Mann. Hallo. So you finally decided to join us. Let us resume our exploration of sorcery. War das gerade das königliche Wir, das er benutzt hat? Gerogon does not approve. Oh, wir können unsere Pyromantieflamme hier erhöhen. Sehr schön. Was hast du denn Tolles im Angebot? Du hast die Ringe immer noch, du hast die Herbs, du hast einen Haufen roten irgendwas. Verringert die Intelligenzanforderung von einem Spruch um einen Intelligenzpunkt. Ich glaube, wir werden niemals Probleme haben, genug Intelligenz zu haben. Weil wenn wir das jetzt mal mit einem Stärkecharakter vergleichen, ich glaube, unser Gerogon aus Dark Souls 1 hat immer noch nicht 50 Intelligenz, was wir jetzt haben. Also er hat noch keine 50 Stärke. Sonst könnte er die ganzen riesigen Knüppelwaffen benutzen und so weiter. Weil er halt so viele andere Skills auch braucht. Talana, Intelligenz, Attunement. Vielleicht ein bisschen Lebenspunkte, aber eigentlich nur Intelligenz und Attunement. Neue Sprüche? Shockwave. Stun Opponents. Ah, das ist der Spruch, den ich dachte, den wir hätten, den wir noch nicht hatten. Den ich mehr kaufen wollte. Und Jörn... Zum Anlocken von Gegnern. Da also habe ich mein Dingens da, mein Teleskop. Brauche ich nicht. Aber gut, ich, wir müssen erstmal. Und ja, ich bin mir bewusst, dass ich auch wir sage. Aber wenn ich in einem Let's Play wir sage, dann meine ich mich, meinen Charakter und euch. Also darf ich auch wir benutzen. Ja.
Der alte Mann da hat keine Zuschauer. Hat wahrscheinlich auch keine Spieler. So. Back already. Your diligence is commendable. Mhm. Erinnert mich irgendwie gerade an Drogenverkäufer. Aber okay. Kaufen da. Wir haben davon gar keine. Das ist schon mal nicht gut. Also sollten wir demnächst davon welche holen. Jetzt hätte ich aber gerne erstmal dich. Ja. Und dich, ja. Und dann einen von euch. Für Notfall. Niemals doch. So. Also wir haben jetzt einen normalen, größeren Seelenpfeil mehr. Ich nehme also dich raus, tu den Wegschubser mal rein, nehme dich raus und mach den großen dafür rein. Das heißt, wir haben jetzt 31 Schuss für normale Gegner. Wir haben 30 Schuss für stärkere Gegner und wir haben nochmal 10 Schuss für ganz starke Gegner und oder Bosse. Ja, also sehr gut. Es ist schön mit so vielen Slots. Kann man richtig schön rumbasteln. Travel, wir würden jetzt gerne wieder zurück ins dunkle Loch. Wush. Homing Soul Arrow, das klingt auch praktisch. So, und jetzt müssen wir dich kaputt hauen. Da unsere Fackel anzünden, die inzwischen übrigens nicht mehr so lange brennt. 16 Minuten noch. Irgendwas geht gerade neben uns ab und zerstört Dinge. Ist okay. Wie kommen wir da rein? Oh, hallo. Weg. Also, wir gehen einfach da rein. Ist okay. Ist hier irgendwie ein Hund oder so? Nee. Du. Und wusch. Da geht's... Oh, das Loot. Ich wollte gerade sagen, da geht's runter, aber eigentlich würde ich ganz gerne zur Seelenwand. Oh, hallo. Und wo genau war hier Loot? Ach so. Ja, nee. Du mich... Was? Da unten ist Loot. Da ganz, ganz unten. Im schwarzen Loch. Und um dahin zu kommen, müssen wir taktisch runterspringen. Ja gut, das Leuchtfeuer ist da oben. Und guckt euch mal, wie verdammt viele Leitern hier überall sind. Das ist total verwirrend. Aber okay, ich rutsche jetzt. Also ich laufe einfach nach da und fall da drauf. Gut. Dann gehe ich von hier aus mit der Leiter runter. Und ich werde nicht runterrutschen, weil ich den Verdacht habe. Ja. Genau, die geht nämlich nicht ganz runter. Geh wieder hoch. Guck mir die anderen Leitern an. Welche anderen Leitern? Das ist, da hinten. Ja? Haben wir hier das gleiche Problem? Nee. Okay. Können wir dich kicken, wenn du hochkletterst? Nein, du kannst uns greifen. Und trink eine Flasche, ist okay. Ich finde das ein wenig unfair. Also, es kann gut sein, dass wir auch treten können. Boah, Kacke. Weg. Also, es kann sein, dass wir auch treten können. Ich habe einfach falsch gemacht, aber wenn nicht, wäre das garstig. So, jetzt darfst du dich auch ordentlich mal heilen. Okay. Ach, da ist ja noch einer. Weg. 20 Life Gems. Das ist mal schick. Ja, sehr schick. Es sieht gefährlich aus. Sieht aus, als wenn hier Atommüll gelagert würde. Tri-Ranged Battle. Okay. Dark Fog und Torch. Torch ist schon mal gut. Und Dark Fog klingt böse. Da ist ein Hex. Ein Hex, das einen kurzfristig lokalisierten Nebel herbeiruft.
Jeder, der es einatmet, wird automatisch vergiftet. Hm. Okay. Dann probiere ich doch jetzt mal diesen komischen Wegschubszauber aus. Der erwischt dann hoffentlich alle. Ah, das war jetzt vielleicht nicht ganz so toll. absolut nichts gemacht. Und ich habe kein Licht mehr. Okay, wir haben diese komischen Schmetterlinge, also benutzen wir sie auch mal. Du zünd das Ding wieder an. So. Und nimm jetzt einen ordentlichen Zauber. Mach das da kaputt. Ja, da ist nämlich irgend so eine komische gelbe Sapsche drin. Dich noch. Gucken wir mal, ob wir da vorbeigehen können. Wir haben ein Loch gef... Oh, geht's hier noch weiter.